Und willkommen zurück zu Let's Play 4. Wir waren stehen geblieben bei unserer spektakulären Absetzung mit dem Helikopter. So, wir waren, genau, ich war hier. Und hier unten waren doch, glaube ich, die bösen Jungs, die mir letztens die Granate vors Gesicht geworfen haben, oder? Seid ihr noch da? Ich habe doch eben was gehört. Wo muss ich überhaupt hin? Dit, 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 dit. Ah, das sieht mir doch noch was aus. Okay. Das haben wir. Da unten ist noch mehr. Was haben wir denn so Schönes im Gepäck? Das, die Schrotflinte und. Ja, aber dafür haben wir sogar Munition. Schauen wir mal, ob wir das treffen. Oh, ich habe gar keine Medipicks mehr. Ja, das fängt ja super an. Also ohne Medipicks ist es ziemlich Mist. Gut, wieder hier. Wie, du brauchst Hilfe. Aha. Oh. Ja, okay. Also ich spiele auf normaler Schwierigkeit. Ich will gar nicht erst wissen, was mit den hohen Extremschwierigkeiten abgeht, wenn der mir mit einer Salve 50 Lebenspunkte, 35 Rüstung wegschießt. Gut. Warte mal, bis es halb aufgeladen ist. Schon, wenn ich den schönen Sternenhimmel habe. Ah, Arme Cam. Ah! Toll. Lass mich wenigstens lesen. Oh. Ha, irgendwie wusste ich das. Ob das jetzt was bringt, dass ich das wusste, mal schauen. Es war zu tief geduckt. Oh. Ah. Oh Gott. 25 Lebenspunkte sind so schnell weg, das ist einfach nur übel. Höre ich gerade Granate? Oh. Ich mag diese Passage nicht. Habe ich das schon erwähnt? Ich brauche Medipacks. Ich save mal. Einer weg. Nur weil er einfach mal ins Blindleere gefeuert hat beim Sterben, hat er mir auch gleich wieder. Gott. Das ist einfach zu böse.
So, nochmal speichern. Ach ja, was mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, ist, ich muss da noch ein wenig beim Fraps rumtüfteln. Vielleicht kriege ich das hin. Aber auf jeden Fall, wenn ich mir das Video nochmal anschaue auf YouTube oder so, also zurzeit läuft das wirklich absolut flüssig, so wie ich das auch mit den Grafikeinstellungen eingestellt habe. Aber es kommt ein bisschen schlechter vor, wenn man sich es dann anschaut, das Video. Also es ruckelt an manchen Stellen, wo es hier gar nicht geruckelt hat. Ich muss da mal gucken, dass ich die FPS-Einstellungen von Fraps ein bisschen umändere. Ich meine auf Weg von Jankowski. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Seltsam ist, dass die Leichen von Team Delta, bei dem er war, alle identifiziert wurden. Aber das mache ich dann ab der nächsten Aufnahme. Oh, Medipack. Speichern und jetzt hinrennen. So. Und nochmal speichern. Checkpoint. Was gibt's hier Feines? Bestätigter Hosendurchbruch. Moment, gab's nicht etwas? Ich glaube noch. Ah, stimmt. Was ist denn das alles so für Schönes an Spielzeug? Das sind doch, glaube ich, sowas wie Annäherungsminen, oder? Ah. Das ist der Zünder. Aha. Verstehe. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen Munition sparen da. Jetzt kommt noch mal ein bisschen näher hier rangelaufen. Ach Gott. Zu nichts zu gebrauchen, die Leute. So. Die Dinger explodieren bei Berührung, wie ich ja irgendwie mitgekriegt habe. Und per Zündung. Explodieren die auch, wenn ich in die Nähe komme? Oder gelte ich jetzt freundliches Ziel? Mal gucken. Ah, okay. Kann ich sogar wieder einsammeln. Gut. Muss ich eben nochmal kurz lernen, wie wähle ich die aus? Okay, das ist der Zünder. Das sind die Minen. Wie ich sie auswähle, die kann ich dann mit der Granatentaste werfen. Und das sind noch Schätzchen, die noch nicht drin sind. Oh, das. Ah, ne, das sind normale Granaten. Oh, oh. Hey, jetzt lass mich halt erklären. Menschenskind. Sieht ihr nicht, dass ich gerade in der Aufnahme bin? Unhöfliches Volk. Also, ich brauche ungefähr 1000 Gesundheit, so viel wie die mir mit einem Schuss abziehen. Dass das halbwegs balanced ist. Also wohl muss ich noch einiges finden. Was ist damit? Rauchen ist ungesund, das wurde dir aber schon mal gesagt. Tja. Ah, Explosionsgefahr. Ah, ich verstehe. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier einen Quickload gibt, aber... Ich glaube, ich gehe nicht mit 2 Lebenspunkten weiter. Na klar. Ich habe wieder die Taschenschlampe an. Ich will dahin. Oh oh. Nein, wieso komme ich da nicht? Wie wär's mit Treppe rechts daneben? Ich versuche hier die ganze Zeit das Gelenk da hochzukommen. Ja, das ist so viel schön Rüstung, du Schwein. Na, warte. Dafür kriegst du eins mit einem richtig dicken Kaliber. Warte nur, bis sich meine Reflexe erholt haben. Das war daneben.
Und jetzt. Hä? Wo ist denn der? Ich fass es nicht. Teilweise ist das echt ein bisschen krass. Ich bin jetzt im Überlegen, ob ich wirklich auf normale Schwierigkeit gedrückt habe. Weil das ist ja wirklich schon übertrieben. Ich meine, wie ist das denn auf schwer? Ich meine, wenn sie sich dann auf schwer nur noch one-hitten, wie ist es dann auf sehr schwer? Das geht doch dann gar nicht mehr. Dann töten sie dich, indem sie winken. Hallo. Boom. Jetzt bin ich aber richtig weggelaufen. Gut, besser gelöst. Speichern. Tschüss. Hier gibt's aber auch nichts mehr, oder? Na gut. Da bin ich wieder. Du weißt schon, dass du eine Wand anschaust. Oh, oh. Oh, 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 shit, ja. Zwei? Ich kann mich ja nur einer bestrafen. Oh, 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 weg. Oh Gott, hierfür habe ich auch fast keine Munition mehr. Ja gut, Junge. Die Mauerkante kann da auch nichts für. Was das? Alles wieder toll? Sind wir wieder Freunde? Hier ist nur Sturmgewehrmunition. Muss ich wohl das aufnehmen. Sonst laufe ich ja bald ohne rum. Also ohne Hose meine ich. Das wollen wir ja nicht. Jetzt habe ich doch... Ja, ich habe eine. Ah. Nochmal speichern. Dann ist alles gut. Hui. Das Spiel bietet wohl doch Außenlevels, aber die... Wie, er ist schon tot. Ich habe das doch viel schlechter in Erinnerung. Oder war der schon angeschlagen? Aber ich sehe euch. Oh oh. Ihr seid aber echt, also... Also, ich habe ja schon längst mit dem Zählen aufgehört. Aber... Es wäre ganz lustig, wenn einer von euch, lieben Zuschauern, bis jetzt mitgezählt hätte und mal die Zahl immer unter jeden Channel als Kommentar jedes Mal drunter schreibt. Klar, das sollt ihr jetzt eigentlich nicht machen, aber... Falls es solche Freaks gibt, ich meine, hätte nichts dagegen. Ich möchte wissen, ob ich am Ende wirklich 1000 umgepustet habe. Ich speichere mal.